Also im ersten Spiel gegen Kamerun hat das schon gut ausgesehen. Wir hatten viele Chancen, haben einfach die Tore nicht erzielt. Gegen Brasilien wissen wir, dass das nicht so einfach ist, dass sie eine gute Umschaltphase haben, auch in der Defensive. Es ist klar, dass morgen ein ganz anderes Spiel wird. Wir werden unsere Chancen bekommen. Für das müssen wir sicher noch offensiver, noch mutiger spielen, noch mehr Spieler in die Gefahrenzone bringen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir auch unsere Chancen bekommen und auch effizienter sein werden. Ich denke, dass morgen wichtig ist, dass wir von Anfang wieder dominant spielen, dass wir unser Spiel durchziehen, dass wir uns, was wir vorgehabt haben oder haben, dass die Qualifikation mit einer guten Leistung, mit einer überzeugenden Leistung verdienen sollen. Ich denke, dass wichtig ist, morgen auch die Emotionen richtig im Griff bekommen. Klar, du hast die Vision Achtelfinale, aber das müssen wir uns hart erarbeiten. Und da denkt das Serbien, dass uns sicher nicht einfach machen wird, aber auch wir sind eine starke Mannschaft, wir sind erfahren, reif und auch denke ich, dass wir die Qualität dafür haben, morgen uns eine Qualifikation natürlich in erster Linie erarbeiten und erkämpfen müssen. Ich glaube nicht, dass es uns groß beeinflussen wird. Es war ein Spiel, das 2018 war und schlussendlich spielen wir Fußball. Ja, das ist unser Ziel morgen, die 3 Punkte mitzunehmen und auf das werden wir uns fokussieren. Na, sie spielen natürlich ein interessantes System, sehr offensiv, haben sehr, sehr individuelle, starke Spieler. Ich denke nicht, dass ich jetzt jemanden rausnehmen muss. Wir sind vorbereitet auf jeden einzelnen Spieler, auch auf die Auswechselspieler. Ich denke, dass wichtig ist, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren und dass wir das Richtige auf dem Platz machen und morgen einen guten Start und auch den Gegner unter Kontrolle halten und den Gegner unter Druck setzen und unsere Stärken ausspielen.